Ziel des Spieles ist es, alle 10 Phasen abzuschließen und keine Karten mehr in der Hand zu haben. Gewonnen hat der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten. Bei jeder Runde ist es Pflicht, eine Karte aufzunehmen und eine abzulegen. Dabei kann man sich aussuchen, ob man eine verdeckte Karte vom Kartenstock nimmt oder die oberste Karte vom Ablagestapel. Zu den Karten. Es gibt 4 verschiedene Farben. Blau, Rot, Gelb und Grün mit den Ziffern von 1 bis 12. Von jeder Farbe und Zahl gibt es 2 Stück im Kartendeck. Zusätzlich gibt es die Joker-Karte. Diese kann als beliebige Karte eingesetzt werden. Anders als bei anderen Kartenspielen kann man den Joker, wenn er mal ausgespielt wurde, nicht mehr austauschen. Weiters kann man beliebig viele Joker anwenden, es muss aber mindestens eine zur Phase passende Spielkarte mit ausgelegt sein. Dann gibt es noch die Aussetzen-Karte. Legt man am Ende seines Spielzuges die Aussetzen-Karte auf den Ablagestapel, so muss der nächste Spieler eine Runde aussetzen. Diese Karte gibt es zum Beispiel bei Phase 10 Basis nicht. Zu den Phasen. Auf den Phasenkarten stehen 10 Phasen, die erfüllt werden müssen. Pro Spielrunde kann man immer nur eine Phase abschließen. Laut Originalspielanleitung kann man bei Phase 10 plus auch mehrere Phasen in einer Runde abschließen, aber das halte ich persönlich in der Umsetzung schlichtweg nicht machbar. So, die Phasen. Drillinge, Vierlinge und so weiter sind Karten mit der gleichen Ziffer. Bei Drilling also 3 Karten mit derselben Zahl. Die Farbe der Karten ist hierbei egal. Viererfolge, Fünferfolge und so weiter sind Karten mit aufeinanderfolgenden Ziffern. Bei Viererfolge zum Beispiel eine 3, eine 4, eine 5 und eine 6. Die Farbe der Karten ist hierbei wieder egal. 7 Karten einer Farbe ist, glaube ich, selbsterklärend. Hierbei braucht man 7 Karten von einer Farbe, um die Phase auszulegen. Dabei sind die Ziffern egal. Jeder Spieler erhält pro Phasenrunde 10 Spielkarten und seine Phasenkarten. Eine Karte wird offen auf den Ablagestapel gelegt. Nicht vergessen, vor jedem Zug muss eine Karte abgehoben werden, entweder vom Kartenstapel oder vom Ablagestapel. Jetzt widme ich mich meiner Phase 1, 2 Drillinge. Hat ein Spieler seine Phase zusammen, legt er diese in seinen Ablagebereich ab, aber erst dann, wenn er alle Kombinationen der aktuellen Phase beisammen hat. Es wird sich gleich herausstellen, warum es Sinn macht, nicht schon gleich eine Kombination runterzulegen. Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich alle Handkarten loszuwerden. Dabei nicht vergessen, dass bei jeder Runde eine Karte aufgenommen und eine Karte abgelegt werden muss. Wie wird man seine Handkarten los? Indem man die Karten bei abgelegten Phasen anlegt. Dies kann man sowohl bei seiner eigenen Phase als auch bei den Phasen der Mitspieler machen. Hat ein Spieler keine Karten mehr, ist die Phasenrunde vorbei. Die Handkarten der Mitspieler werden jeweils zusammengezählt und als Minuspunkte notiert. Die Punkteverteilung bei Minuspunkten sieht wie folgt aus. Die Zahlenkarten 1 bis 12 gelten für jeweils die Ziffer, die draufsteht, also 1 bis 12 minus. Aussetzen zählt für 15 Minuspunkte und ein Joker ganze 25 Minuspunkte. Hat ein Spieler seine Phase noch nicht fertig gehabt, muss er in der nächsten Spielrunde nochmal versuchen, diese zu erfüllen. So kann es dazu kommen, dass ein Spieler zum Beispiel mit Phase 3 beschäftigt ist, während ein anderer Spieler bereits bei Phase 7 ist.